live aus dem Ballroom des ORF. Bitte begrüßen Sie Christina Inhof und Klaus Eberhardinger. Schönen guten Abend bei Dancing Stars. Herzlich willkommen in unserem Ballroom. Heute ist Freitag, der 13. Ja, und ob abergläubisch oder nicht, eines unserer Tanzpaare hat heute tatsächlich Pech und wird den Einzug ins Semifinale leider verpassen. Ja, genau darum geht's. Einzug ins Semifinale. Das ist das Ziel der letzten 5 Paare im Bewerb, für die Sie zu Hause schon jetzt anrufen können oder SMS schicken. Und hier sind sie, Ihre Dancing Stars. Paar 03, Moderator Norbert Oberhauser und Katharina Malek. Paar 04 sind die Skiweltmeisterin Michi Kirchgasser und Vadim Garbuso. Paar 05 sind Sänger César Sampson und Conny Kreuter. Paar 08 sind die Moderatorin Silvia Schneider und Danilo Campisi. Und Paar 10 sind ab heute Abend Opernstar Natalia Uschakova und Dimitar Stefanin. Als aufmerksamer Dancing Stars-Zuschauer sagen Sie jetzt vielleicht, Moment einmal, die Natalia tanzt mit dem Dimitar? Hat die nicht eigentlich mit Stefan Herzog getanzt? Ja, das stimmt. Stefan Herzog hat sich in dieser Woche leider am Knie verletzt. Aber er ist heute Abend hier, um Natalia seelisch, mental zu unterstützen. Hallo Stefan. Details? Hallo. Einzelheiten erfahren wir noch später. Jetzt einmal ganz kurz, Stefan, wie geht's dir? Danke, gut. OP ist gut verlaufen. Ich bin am Weg der Besserung. Bin froh, dass ich da bin und alle anfeuern kann. Speziell natürlich Natalia. Ja, aber wir danken auch Dimitar, dass du so spontan eingesprungen bist. Wir sind schon sehr gespannt auf eure Zusammenarbeit auf dem Parkett heute Abend. Ja, unverletzt, aber trotzdem nicht mit dabei. Unsere Fußballlegende Andi Ogris und Wesela Dimova. Ganz, ganz liebe Grüße an euch beide nach Hause. Und natürlich wissen wir, dass Andi und die Wesela noch gerne weitergemacht hätten, obwohl diese Woche knallhart war, sehr anstrengend. Weil diese Paare müssen heute alle 2 Tänze auf dieses Parkett knallen. Und sie kriegen 2-mal Punkte von unserer internationalen Jury. Wir begrüßen den ehemaligen Turniertänzer und Weltmeistertrainer Dirk Heidemann. Hallo, guten Abend. Solotänzerin und Choreografin Karina Sarkisow. Und unseren ehemaligen Profitänzer und Tanzschulbesitzer Bolaj Ecker. Ja, diese Jury entscheidet wieder gemeinsam mit Ihnen zu Hause, wer heute eine Runde weiterkommt. Ha, es wird spannend, es wird unglaublich spannend. Ein Ticket, ein fixes Ticket für die nächste Show
haben nämlich nur diese Damen und Herren da drüben. Unter der musikalischen Leitung von Thomas Ravitsch, dirigiert von Herbert Fichler, das Dancing Stars Live Orchester. Orchester. Und die heutige Wettkampfrunde darf Paar 03 mit einem Cha-Cha-Cha eröffnen. Moderator Norbert Oberhauser und Katharina Malek. Seit letztem Freitag sind wir, glaube ich, endgültig zum engsten Favoritenkreis aufgestiegen. Nein, so nicht. Es war extrem viel Schmeichelhaftes dabei. Das war eher eine Parodie auf Samba. Leider nur eine 3. Und weiter geht's. Völlig kalt lässt dich das nicht natürlich. Ich hab mehr Schädelweh von der Jurykritik als von jedem Alkohol, glaube ich. Krönchen richten, aufstehen, weitermachen und genau mit der Motivation sind wir dann auch ins erste Training rein. I'm just gonna shake, 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 shake. Unser Thema im ersten Training war Shake it off. Shake it off. Wir haben uns schon kurz bemitleidet und haben schon abgeschüttelt, oder? Spazi? Ja, ich war früher schon einer, der oft zu früh aufgegeben hat, der sich viel zu sehr beeinflussen hat lassen von einer Meinung anderer. Cha-cha, streck die Beine, das sind wieder so schlurfige Füße auch. Und dann habe ich Schlüsselerlebnisse gehabt, beispielsweise moderieren. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Oder singen. Cha-cha-cha. Wo ich weitergemacht habe und es hat funktioniert. Kann immer wieder passieren, dass ich einen kleinen Fehler reinbaue, aber grundsätzlich verstehe ich es. Und ich kann das wirklich jedem da draußen nur mitgeben. Lasst euch von niemand anderem was sagen. Was ihr glaubt, was ihr könnt, sondern das könnt nur ihr selber wissen. Für die Zuschauer soll mir mal einer zeigen, dass das einer so gut macht nach so kurzer Zeit. Macht es einfach und ihr werdet sehen, am Ende des Tages wird es funktionieren. Okay. Ja. Paar 03 tanzt einen Cha-Cha-Cha. Hier sind Norbert Oberhauser und Katharina Malek. Nacht war schwere Partie für mich. Wir sind nicht gleich heimgekommen, aber von Anfang an klar. Und jetzt der Nacht war schwere Partie für mich. Ich kann mich nicht erinnern, was gestern war. Was da wenn du so heimkommst, verschiedene Leute. Was da wenn du so heimkommst, was die Scheidung, mein Freund.
Norbert und Katharina mit einem Cha-Cha-Cha zu Harm kommst. Norbert, wie kommst du eigentlich Harm nach dem Training mittlerweile? Noch immer so erschöpft wie am Anfang oder macht dich das Tanzen schon fitter? Es tut so gut. Es gibt mir so viel Freude, so viel Energie und ja, es macht einfach Spaß. Ich bin froh, dass ich es habe. Das glaube ich dir. Ob es auch unsere Jury beim Zuschauen so Spaß gemacht hat, das erfahren wir jetzt. Dirk? Der Dirk. Ja. Schön. Also erstmal, Christina, du siehst traumhaft aus in diesem Kleid. Sowieso, danke. Aber das Kleid ist nun noch toller. Also na, der Rest ist toller, aber das Kleid ist auch toll. Dankeschön, dir. Mit dieser kleinen Diana Ross-Schleppe, ich liebe das da hinten. Wirklich schön. Also, ihr seid ein schönes Paar. Ja, und das regt einen an, subjektiv zu sein. Ich will aber objektiv sein. Das Tanzen war nicht gut. Ja, das war Cha-Cha. Ich habe keine Hüften gesehen. Ich habe keine Körperrhythmik gesehen. Die Choreografie war sehr einfach. Ich habe das Opening nicht verstanden. Warum liegst du da in deiner Haustür? Warst du betrunken oder hast du geschlafen? Ja, das ist der Text des Liedes. Ach so. Ja, das ist. Hätte man das mit Untertiteln machen müssen. Ich wollte gerade sagen, ich denke für mal, einen ja. Deutschen, Dirk, du kanntest das Lied aber? Nee. Also in Österreich nicht singst so du das quasi auf jedem Zeltfest und jeder weiß, was gemeint ist. Ja, das kommt dann noch. Ich werde ja noch ein paar Zeltfeste jetzt haben, wo ich halb Österreicher bin mittlerweile. Also, ihr seid toll, ich mag euch, ihr seid sympathisch, aber das Tanzen ist, tut mir leid, in Standard war es bis jetzt immer besser. Mal sehen. Ja? Gut. Okay. Dankeschön, Dirk. Carina. Also ich fand auch Standardtanz besser. Ich weiß, dass heute jedes Paar zweit Tänze tanzt und ich hoffe, dass sie jetzt ein bisschen Energie gespart haben für den zweiten Tanz, weil so hat es ausgesehen. Also es war, anfangs war es wirklich eine schwache Partie von ihnen. Im zweiten Teil des Tanzes sind sie dann eher so sicherer geworden und ein bisschen aufgegangen. Ja. Immerhin Respekt, dass sie sich so fangen und sammeln und herstellen. Ich weiß, wir sollen das nicht erwähnen, trotzdem jeder weiß es. Und ich fand den Tanz eigentlich schwächer, als ich sie vorher schon gesehen habe. Und ich finde, sie fahren jetzt ein bisschen so die Rutsche hinunter. Ich hoffe, dass bei dem zweiten Tanz wir etwas Besseres zu sehen bekommen. Dankeschön. Und auf die Anrufe der Zuschauer natürlich. Vielen Dank an Carina. Und Bollasch, wie lautet dein Feedback? An Technik kann man immer arbeiten und das ist noch einiges zu tun. Es ist nicht nur bei euch einiges zu tun, es ist bei allen immer was zu tun. Natürlich, der Gewicht war viel zu weit oben. Du warst sehr straff auf den Ballen. Dadurch hast du dich natürlich nicht gehen lassen können, hast du den Hüfte auch nicht so einsetzen können, wie du das brauchst hast. Vielleicht habe ich das Gefühl, du vielleicht machst für dich oder machst sie das für dich viel zu starken Druck, was Technik anbelangt. Natürlich, Technik ist wichtig, aber das ist nur ein Mittel zum Zweck. Es geht an und für sich um Tanzen. Das ist wirklich das, was du immer sagst, dass du dich wohlfühlst, auch auf der Bühne zeigst. So, lass dich einmal gehen. Auf Technik und zack. Ah, oh, oh, Chica. Da, 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 da. Ja, und nicht. Okay. Oh, zwei, drei, cha, 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 Rück am Platz, cha, cha, cha. Who cares? Ja, let's rock it. Ja, boah, gut, nehme ich gerne mit. Ja. Ja, für den zweiten Tanz, weil absolut. Wir sehen euch ja noch mal mit. Ja. Einem Wiener Walzer. Na schau, ein Standardtanz. Ja, eben, Dirk vielleicht. Ja. Dankeschön, Norbert und Katharina. Let's see. Ja, für den Cha-Cha-Cha gibt es jetzt gleich natürlich die ersten Jurypunkte des Abends, aber Sie zu Hause, Sie können Norbert und Katharina schon jetzt unterstützen. 090 10 59 09 03. Also an dieser Stelle für unsere internationale Jury, Harmkunst, ein Nummer 1 hinter den Österreichischen von Seiler und Speer. Und da geht es tatsächlich um einen Mann, der immer wieder spät heimkommt. Ja. Apropos, also passiert es auch dir, dass du manchmal die Zeit übersiehst und sag ich mal, nach einer langen Nacht von Freitag auf Sonntag ein bisschen spät heimkommst? Ja, wobei bei uns da ist eher also die Frau die Partymaus. Ja, ist bei euch auch so, gell? Genau. Wir hatten einen super netten Grillabend bei uns im Sommer und ihr Mann, der Waschek und ich, während wir noch am ersten Bier genuckelt haben,
Und die zwei Ladies schon beim Aufmachen der vierten Weinflasche? Na. Ja, und dann hat auch der Wasche dann schon gesagt, jetzt müssen wir dann langsam heimfahren, Spatzl und so weiter. Und dann sagt sie, warum denn? Jetzt ist jetzt los. Also wir müssen eher die Mädels bremsen, das ist... Bist du narrisch? Während ihr beim ersten... Also ja, man kommt ja sonst nicht dazu. Ja, aber bitte. So einmal. Die sind bei einem Bier. Also, und also, vier Flaschen ja, Wein. Ja, man muss dazu sagen, dass der Norbert ungefähr 2 Stunden mit dem Gasgriller beschäftigt war. Ach so, der kann bis ihm die Sarah geholfen hat. Also ich mein, okay. So. Also das Fleisch war medium, aber die Mädels waren komplett durch. Die waren komplett durch. Okay, dann schauen wir mal. Nach den Punkten für diesen Cha-Cha-Cha. Hier kommt die erste Wertung des Abends, Dirk Heidemann. Ein schönes Paar, aber ein schönes Paar macht leider noch keinen Sommer. Deswegen nur eine 3. Karina Sakisova. Wir sind langsam, nähern wir uns dem Finale zu. Also bitte, bitte die Rutsche wieder hinaufklettern. 6. Und Balázs Eka. Bitte auch mehr Gas, mehr Gelassenheit. Diesmal nur 4. Das macht in Summe 13 Punkte für euch. Freitag der 13. 13 Punkte. Was? Jetzt, wo du es sagst? Jetzt, wo ich sage, ja. Das ist das Beste, was du haben magst. Wir sind durch. Passt. Okay. Glückszeit. Bitte geht euch umziehen für euren Wiener Walzer. Und jetzt freuen wir uns auf Paar 04, Michi Kirchgasser und Vadim Garbusow. Die ehemalige Ski-Weltmeisterin, bei der es ja immer um Schnelligkeit gegangen ist, zeigt uns als erstes einen langsamen Walzer. Und trotz dieser Gegensätze sind der Michi in dieser Woche einige Gemeinsamkeiten aufgefallen, die Tanzen und Skifahren eben doch haben. Der Freitag war eine mega tolle Show. Wobei man sagen muss, dass ich sehr nervös war. Weißt du, ja. Aber du hast es sehr gut gemeistert. Wie sie sich auf dem Parkett machen, unglaublich. Gänsehaut total. Wir genießen es und hoffen natürlich, dass wir weiter dran am Ball bleiben können, weil das ist unser Ziel. Und ja, wir haben gute Tänze dafür diese Woche. Diese Woche Bewegungsmuster Schwung. One, two, three. Macht den Körper bereit zum Schwingen. Man kann nicht schwingen ohne Vorbereitung. Man kommt schon wieder in dieses alte Muster rein vom eigentlichen Sport, so dass man es jeden Tag pusht und weiterkommen möchte und besser werden möchte. Aber trotzdem probieren, die Tanzrichtung dich zu bewegen. In die Skifahren, das war meine Leidenschaft, das war alles für mich. Aber es macht auch das Tanzen so viel Spaß, weil es eine neue Bewegung ist. Cool, jetzt haben wir für echt 2 Sekunden gedacht, so, es wird eine easy Woche. Deswegen, naja. Wenn ich mich wohlgefühlt habe, dann habe ich aus meiner Komfortzone rausgekommen und dann habe ich Leistungen bringen können. Und für das hat für mich aber im Umfeld alles passen müssen. Seine schwebende Regenbogenfrau. Ich bin ja immer der Meinung, dass mit Spaß und Freude vieles leichter geht, auch wenn es harte Sachen sind. Betrunkene Regenbogen, okay. Entweder wird das Training härter oder ich werde bläder. Es ist, glaube ich, sehr bezeichnend, wenn die 3 Stunden Training sich anfühlen wie ohne. Macht euch Hosen zu. Weil es einfach so schnell um ist. Einerseits denkst du so, oh, war es schon vorbei? Andererseits denkst du, ja, Gott sei Dank, bin ja schon fertig. Super. Aha. Gut, gut. Paar 04 tanzt einen langsamen Walzer. Hier sind Michi Kirchgasser und Vadim Garbusow. Thank you.
Michi und Vadim zum Song Over the Rainbow. Ich bin mir sicher, das hat bei einigen Gänsehaut ausgelöst. So schön gesungen und musiziert und ihr habt so schön getanzt. Michi, was löst der Song bei dir aus? Extrem schöne Erinnerungen. Es war der Hochzeitstanz meiner Schwester. Es ist generell so ein schönes Lied und ja, ich muss immer aufpassen, dass ich da nicht einfach nur die Augen zumache und das Ganze so genieße, aber es macht einfach Spaß. Im Moment versinken sozusagen. Schauen wir mal, ob das vielleicht auch bei unserer Jury der Fall war. Carina. Ja, als Profitänzer oder als Tänzerin, die Sie jetzt darstellen, darf man nicht immer den Tanz genießen. Man muss alles unter Kontrolle haben. Das Gesicht, die Hände, die Füße, den Rücken, Po, Bauch, alles rein, alles raus, alles, Sie wissen, die Augen. Es ist wirklich total schwer. Man muss eine Maschine sein und eine Fee zugleich, sage ich immer. Und Sie wissen um Ihre Schwächen. Das ist eben die Schulter, der Rücken beim Tanz, ja, das sind ihre Stärken vielleicht bei ihrem Beruf, aber beim Tanz sind das die Schwächen. Und vielleicht muss man da irgendwie ein bisschen tricksen. Balletttänzer tun das zum Beispiel. Ja, reden mit Kostüm, ja, dass man das verdeckt, dass man vielleicht einen Schal bekommt oder vielleicht ein paar Feder. Aber gerade das, ja, jetzt habe ich wieder gesehen, Sie sind eher der Standard-Tanztyp. Gerade habe ich gesehen, wieder Ihre Schultern nach oben wandeln und wieder Ihre Hände und wieder Ihre Schwächen sind rausgekommen. Also passen Sie drauf auf, ja, oder eben tricksen Sie. Das ist das erste Mal, dass es eine Kritik am Kostüm gibt, ja. Oder reden Sie eben mit Kostümfrau, mit Steffi Hofer. Sie macht doch absolut alles auf dieser Welt. Und es war nicht ihr Tanz, fand ich. Oder sie haben es zu sehr genossen. Danke. Bolosch, kannst du etwas Positives anmerken? Die Carina hat uns gerade geschildert, die russische Methode. Man darf nie genießen. Man muss immer leiden, auch dann, wenn man Spaß empfinden würde. Ich verrate meine Methode und Sie und die Leute zu Hause können es aussuchen. Sag ich mal, ich bin auch auf der Meinung, dass man in der Trainingsphase den Genuss ein bisschen zurück in die Garderobe zurückdrängen muss oder in der Garderobe lassen sollte. Aber gerade wenn es um einen Auftritt geht, weil das ist eigentlich der Rennen, ja, dann schalte ich alles aus, dann will ich den Moment genießen, will ich die Früchte von dem sehen, was ich vorher gemacht habe. So habe ich auch immer versucht zu tanzen und daher würde ich dir raten, mach es weiter so. Das war eine schöne, langsame Walzer und ich liebe dich immer noch. Ich wollte gerade sagen, die Liebe zwischen euch, die nimmt natürlich kein Ende. Dirk, bitteschön. Ja, ich fand es auch sehr schön. Wirklich, also gute Qualität. Und ich finde nicht, dass ihr ein Standardpaar seid. Ich finde, dass ihr ein Zehntänzerpaar seid. Ihr seid in beiden Disziplinen, manchmal in Latein besser, manchmal in Standard besser. Richtig, der Hals ist wieder zu steif ein bisschen, der Kopf ist besser, aber der Hals eben, ne? Aber da muss man jetzt nicht drüber hängen. Das muss man üben. Das ist besser. Das ist doch ein bisschen zu kurz immer. Ja. Wie den zu machen, ist ja jahrelang. Ja. Aber ich fand es gut, aber ich vermisse so ein bisschen. Der Song war wirklich zum Genießen. Somewhere Over the Rainbow, Judy Garland. Ich meine, das ist ein Klassiker, ich liebe es. Toll gespielt von diesem wunderbaren Orchester unter der Leitung von Herbert Pichler, das Dancing Stars Orchester. Oh. Mit den tollen Sängern da oben, da bin ich ja sowas von begeistert von. Das haben wir hier nur in Österreich, ja. Ja, wirklich. Also, gut. Aber ich hätte gern ein bisschen mehr Champion-Biss. Ich sehe nicht, dass du hier Champion werden willst. Na, vielleicht gibt es den noch beim nächsten Tanz. Es wartet ja noch was auf uns. Was werdet ihr uns heute noch zeigen? Ein bisschen was Schnelleres als einen langsamen Walzer und zwar einen Scheif. Sehr gut. Vielleicht überzeugt das ja dann auch die Carina etwas mehr. Wir werden sehen. Dankeschön. An unsere Jury fürs Feedback.
Michi und Vadim natürlich auch an euch. Ja, und die halbe Arbeit ist getan für die beiden. Sie haben ihren ersten von zwei Tänzen hinter sich. Wenn Sie zu Hause jetzt schon finden, dass die beiden unbedingt weiter tanzen sollen, dann wäre es jetzt Zeit für einen Anruf oder eine SMS. 09010 59 09 04. Ja, das ist so, die Jury muss natürlich ganz knallhart fachlich kritisieren und beurteilen, aber sie vergessen manchmal, dass es sehr wenig Zeit ist, so einen Tanz sich raufzuschaffen. Und perfekt zu tanzen geht ja sowieso nicht. Jetzt, weil du im Training so viel sinniert hast über das Skifahren und den Vergleich angestellt hast, hast du überhaupt noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen und Kolleginnen aus dem Skizirkus? Ich habe noch sehr viel Kontakt. Also natürlich, also es gibt eine Old Slalom Ladies Gruppe, wo Eka Sabine, Truppa Karin, Sponring, Christine Hospnicki und die Physiotherapeutin dabei ist. Und natürlich ganz, ganz engen Kontakt habe ich mit der Veit Anna. Und wir fahren zum Beispiel immer noch gemeinsam Urlaub und verbringen sehr, sehr viel Zeit zu viert. Ihr seid zu viert, also Ehemänner und ihr? Wir nehmen die Männer schon mit, ja. Und das sind aber ganz spezielle Urlaube, die ihr nach ganz speziellen Kriterien aussucht. Genau. Das hat mich ein bisschen überrascht. Wieso? Nämlich, na ja, aber normal wollen die Leute ja an die Berg oder, nein, die Berg, da seid ihr oft genug. Die Berg haben wir, aber Meer. Bei uns ist wirklich Genuss. Genuss. Wein, Essen. Die Destinationen werden da ausgesucht, wo wirklich gutes Essen ist und gute Weine sind. Und ja. Ihr kennt euch ja aus? Ja, vor allem unsere Männer kennen sie aus und schmeckt das, was schmeckt. Aber das ist auch meistens, wie immer bei Frauen, das etwas teurere. Na ja gut, der Veit Manuel, oder? Genau. Der war ja Snowboarder auf Weltcup-Niveau. Genau, der ist jetzt Hotelier und kommt aus der Gastro. Richtig. Aber nicht weit von euch, Rohrmoos. Nicht weit von uns, genau. Und in Fützmoos, deiner ist Sommelier. Er ist Sommelier, genau. Wahnsinn, ja. Sommelier ist Weinkenner. Kennst du dich ein bisschen aus bei den Weinen? Ich kenne mich schon langsam ein bisschen aus, mehr bei den Weißweinen, weil ich einfach tendenziell lieber Weißwein als Rotwein trinke. Mir schmecken natürlich die Rotweine auch, aber ich bin speziell österreichischer Weißwein, da bin ich schon sehr daheim. Sind die Österreicher besser? Schmeckt schon sehr. Da hast du auch schon eine gewisse Kenntnis. Du könntest doch was herausschmecken, den Hang zum Beispiel. Naja, den Hang noch nicht, aber zumindest einmal zum Beispiel in der Wachauer Gegend, ob das eher ein Smaragd oder etwa ein Federspiel ist, das schmecke ich schon langsam. Das schmeckst du langsam. Ja. Na ja, gut. Also, ist ja schon was. Hast die Anna Veit schon ein bisschen angespitzt auf, weil die nächste Staffel kommt bestimmt. Darfst du tanzen? Ja, ich habe schon ein paar Mal mit ihr geredet, aber wir müssen bald noch mal schauen, ob sie das. Verspriche ihr, sie kann ihren berühmten Veitstanz hier aufhören. Und wir warten. Wie viele Falstaff-Punkte kriegt sie jetzt für einen langsamen Walzer? Liebe Jury, ihr seid gefragt. Dirk Heidemann. Ja, das war toll. Tolles Paar, schönes Paar, begabtes Paar. Aber es geht mehr Energie, um Champion zu sein. Eine 8. Karina Sakisova. Eine 8. Und Balázs Ecker. Ich gebe mindestens 2 Hauben und 9 Punkte dazu. Hey, danke. Na ja. Das sind in Summe 25 Punkte für euch. Ja, da nickt er, da war dem, sagt er, das hat sich ausgezahlt. Also bitte, auch ihr zieht euch schleunigst um, denn der Chef wartet nicht. Ein schneller Tanz. Und da drüben steht jetzt schon Paar 05. Sänger Cesar Sampson und Conny Kreuter. Die beiden tanzen heute als erstes Samba, der brasilianische Tanz voll Spaß und Lebensfreude. Und Spaß hatten die beiden im Training wieder mal recht viel. Der letzte Freitag, Moment, was war da? Vieles. Wir haben total viele Punkte bekommen. 8. All-time Höchstpunktezahl für uns persönlich. Es war Gänsehaut pur. Hat sie Gänsehaut gesagt? Ja, sie hat gesagt, sie hatte Gänsehaut. Sie hat sogar gezeigt. Das ist cool. So, wir arbeiten wirklich unglaublich hart. Ja. Wir haben es jetzt immer geschafft, dass wir eine Gaudi hatten. Ja. Wow. Ich glaube, einer der großen Unterschiede auch in unserer Kommunikationsweise ist, dass ich weiß nicht, ich benutze eigentlich keine Schimpfwörter und keine Kraftausdrücke. Ich bin gefesselt durch meine korrekte Grammatik. Du bist wirklich gefesselt. Ja,
dann geht das sehr viel Spaß. Ich bin aber leider so ein Schwamm, dass wenn ich, weil ich jetzt schon so lange mit ihr trainiere, ich teilweise auch schon so Wörter verwende. Das ist scheißen schwer. Das ist wirklich scheißen schwer. Weißt du, es ist total schwierig für mich, den César irgendwie aus einer Komfortzone zu locken, weil er einfach so erhaben immer ist. Du musst wissen, ich habe so ein typisches Samba-Kleid an, das sehr eng ist, vorne mit so einem Busch und hinten ist ein Riesenbusch. Also Busch. Ich werde diese Gelegenheit ungenutzt lassen, etwas zu sagen. Und meine Aufgabe ist es, ihn aus dieser Komfortzone zu locken. Also du stehst, Cojones Medias, siehst du Busch und denkst dir, yeah. Ich hol mal die Heckenschere. Sie nimmt meine Komfortzone, das ist die Komfortzone, sie macht so mit dieser Komfortzone. Gartenarbeit ist angesagt. Paar 05 tanzt jetzt Samba. Hier sind César Sampson und Conny Kreuter. Ein bisschen brasilianisches Copacabana Karneval-Feeling hier bei uns zu Faschingsbeginn. César, macht Samba-Tanzen so viel Spaß, wie die Brasilianer gerne behaupten? Ja, Samba ist auf jeden Fall einer von den Tänzen, die irgendwie in meine Muskulatur hineingehen, ohne dass ich besonders viel Gewalt anwenden muss. Ja, macht Spaß, sehr viel Spaß. Sehr gut. Ja, Bolesch, was sagst du? Kann man den César mit diesen Samba-Künsten sozusagen auf die Copacabana loslassen? Ja, auf die Copacabana schon. Aber nicht auf alle Bühnen vielleicht. Eben vielleicht deswegen, weil es dir so liegt, hast nicht die nötige Aufmerksamkeit und eine nötige Kraft eingesteckt. Es ist gut, dass du das spürst, das sieht man ja auch, das steht dir ja. Aber was du spürst, glaube ich nicht, dass alle Zuschauer das auch gesehen haben. Und das ist eben der Tänzerjob. Was wir da spüren, müssen wir auch zeigen können. Und für mich hat jetzt bei diesem Samba viel zu sehr die Conny dominiert. Mag sein, schöne Wesen, passt ja zu Samba, aber trotzdem. Die Dominanz oder die, wie soll ich es dir sagen, dass es nicht missverstanden wird, sag ich mal, für ihre Dominanz, den Sinn musst du geben und auch den Rahmen. Und dieser Rahmen hat mir diesmal ein bisschen gefehlt und ein bisschen weniger Energie, was so auf mich rübersprang. Okay. Kannst du damit was anfangen? Ich werde da die Videoanalyse nachher machen, ja. Morgen. Sehr gut. Dirk? Ja, also mir fehlt da gar nichts. Carina hat noch gar nichts zu deinem Oberarm gesagt. Müsste sie eigentlich auch mal tun, ne? Das ist ja nicht schlecht. Die kommt noch. Moment, meine
Ja, wenn ich wieder ins Sportstudio gehen kann, werde ich auch mal trainieren. Ne? So, also ich bin ja immer ein Freund des Verbesserns. Und ich spreche jetzt nicht mehr vom Verbessern bei euch. Das war super. Und Conny war nicht mehr als du. Du warst klasse. Die Backrocks waren toll. Alle anderen Bewegungen waren toll. Die Rotationen waren da. Du hattest wirklich Power und Energie. Und du, dieser Saal ist ja der verbotene Palast für die Promenaden-Runs normalerweise. Und die hast du auch toll getanzt. Ich bin heute wieder total begeistert von 0 auf 99%. Ja, so. So können die Meinungen unserer Juroren auseinandergehen. Und die goldene Mitte kommt jetzt noch von Carina? Absolut goldene Mitte, weil ich war mega weg von eurer Leistung. Also es ist, sie waren von Kopf bis Fuß da. Und alles hat gestimmt. Sie hat Busch hinten, sie haben Busch vorne. Alles ist hier gewesen. Ja? Ich hab alles oder was hat es braucht eine Balance Busch. Zwischen Busch und Busch. 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 Sie hat gesagt Busch hinten. Ja? Push, ja. Okay. Oh, Push. Was auch immer. Ich habe Busch. Das ist ein bisschen verstanden. Busch hier drin. Ja. Also, es sieht wie Busch aus. Also, auf jeden Fall. Mega das ist ein Toupet übrigens. Ja, natürlich. Ja? Hab ich gehofft. Also ist wirklich nicht Fall. Echt? Nein, es macht nur Spaß. Tolle Leistung. Das ist schon deine eigene. Das ist alles Natur, ja. Okay. Ich habe auch gesprochen, dass wir stehen lassen. Er hat gefragt, muss ich mir das rasieren? Wieder war Dimi gesagt, nein, du bist ein Mann, ich möchte mit einem Mann tanzen. Bitte lass deine Haare stehen. Behaarte Brust ist auch modern wieder für einen Mann. Ja, also mit dem Flachen ist okay, also ich glaube, wir lassen das jetzt mit dem Brusthaar-Thema und fragen mal nach, wie es bei euch noch weitergeht im Laufe des Abends. Was zeigt ihr uns heute noch? Tango. Super, und ich bin mir sicher, die Conny hat sich da wieder viel überlegt. Und ihr werdet das wahrscheinlich toll umsetzen. Dankeschön. César und Conny. Ja, wenn Sie zu Hause César und Conny schon jetzt für Ihren Samba belohnen wollen, dann haben die beiden garantiert nichts dagegen. 09010 59 09 05. Naja, hallo. Also 2:1 für euch bei der Jury. So würde ich das. Bist du der absolute Samba-König? Na, also als König würde ich mich jetzt noch lange bezeichnen. Naja, okay, aber zumindest hast du ein bisschen Zucker oder Caipirinha wenigstens im Blut. Naja, eigentlich, ich war ja früher mal Perkussionist und Schlagzeuger, lang bevor ich überhaupt gedacht habe, dass ich singen auch kann. Und da haben wir sehr viel Brasilianisches gespielt. Ich war auch in einer richtig brasilianischen Samba-Konstellation, Formation. Da war ich noch sehr, sehr klein. Warst du schon einmal in Brasilien? Ich war noch nie in Brasilien. Noch nie in Brasilien? Brasilien war nur bei mir. Aber du warst... Das weiß ich, du warst schon einmal so Richtung Süden unterwegs, und zwar auf den Kanarischen Inseln, auf Fuerteventura. Ganz genau, ja. Fuerteventura, und wo hast du Freunde besucht, wolltest aber dort auch deine Zelte aufschlagen, ja. Deinen Lebensunterhalt verdienen, womit, mit Singen? Nein, ich habe irgendwann gedacht, vielleicht sollte ich irgendwo hingehen, wo das Wetter schon so ist, dass man Laune hat, kreativ zu sein und irgendwie mehr Energie hat. Ich habe das immer sehr genossen dort, habe mir gedacht, jetzt probieren wir das mal aus. Und ja, so viel gibt es nicht zu tun. Dann bin ich drauf gekommen und habe dann einen Tag Animation probiert. Das war leider ein Debakel. Du warst Animateur? Ja, es war ein Debakel. Es war eine Katastrophe, wirklich. Warum? Ja, kurz gesagt, ich bin einfach nicht dafür geschaffen, mit schon mehr als 80%ig angereicherten, alkoholisierten Touristen zu hantieren. Also so lieb sie irgendwie sind, aber es ist nicht meine Stärke, sagen wir so. Kannst du dir wirklich vorstellen, im Swimmingpool Aqua Gym schreien? Das habe ich nicht gemacht. Ich möchte zum Protokoll geben, das habe ich nicht gemacht. Ich kenne die Leute, das sind so die Biotope, die eine Symbiose eingehen mit Liegestuhl und dann eigentlich nur noch auf die Verdauung warten. Ja, es hat mir wieder einiges über die Welt beigebracht. Aber du hättest statt Animateur Reanimateur werden können. So, bitte, wir schauen jetzt, wie viele Punkte jetzt nach diesem doch übermäßigen Lob oder im Überhang Lob gegeben hat oder geben wird. Hier kommt sie, eure Samba-Wertung von Dirk Heidemann. So, ich mach das jetzt einfach mal. Ganz einfach. 10. Hey. Die erste 10 des Abends. Carina Sakisova. Ich spare mir noch einen Punkt für den nächsten Tanz. 9. Und Bolasch Ecker. Es muss noch mehr drin sein. Für die Finale ist es für mich noch zu wenig. 8. Das sind 27 Punkte und euer persönlicher Rekord.
27 Punkte. Da kommt jetzt nicht das Weinen, oder? Bestleistung. Großartig. Auch ihr hot husch husch umziehen für den nächsten Tanz. Gut aufgewärmt steht Paar 08 jetzt bereit. Moderatorin Silvia Schneider und Danilo Campisi. Und die beiden sind drauf und dran, uns nicht nur einen Tango zu zeigen, sondern auch eine neue Seite von der Silvia, so wie es die Jury ja jede Woche fordert. Man fragt sich also schon, wie viele Seiten kann diese Frau eigentlich noch haben? Gott sei Dank hat der Danilo noch den Überblick. Schon in der Schule, die Jungs haben gelacht. Für mich war der letzte Freitag wirklich wunderschön, weil es einfach so ein Mädchentraum war. Ich finde den Tanz wunderschön, mir hat die Musik total gut gefallen. Das Kleid war mit Federchen. 3:0 für Silvia. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir auf dem ersten Platz sind, das wissen wir sehr wohl. Wir trainieren wirklich hart mit allem, was dazugehört. Das sind Blut, Schweiß und Tränen. Sorry. Das sind meine sogenannten Dancing Stars Stigmata. Es geht los, es geht los, es geht los, grüß Gott. Endlich, diese Woche kommt er, der Tango. Ich freue mich drauf, weil es wieder eine neue Facette ist, die ich zeigen kann. Es gibt die Eleganz, Silvia. Es gibt die Kumpel, Silvia. You are perfect. Es gibt die verrückte Silvia. Es gibt aber auch die ermüdete Silvia. Und hin und wieder gibt es auch die traurige und unsichere Silvia. Silvia, du bist spitze. Nein, ich fühle mich aber so, als hätte ich keine Kontrolle über meinen Körper. Weißt du, was ich meine? Ich fühle mich, als wäre ich ein Hampelmann. Beim heutigen Tango versuchen wir, eine völlig neue Facette von mir zu zeigen. Eine, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat. Und sie entführt ins Schlafzimmer. Bam! Bam, die ist abgesagt. Paar 08 tanzt also einen Tango. Hier sind Silvia Schneider und Danilo Campisi. Silvia und Danilo,
Dankeschön für diesen exklusiv, aber doch familienfreundlichen Einblick in euer Schlafzimmer. Es war jetzt ein Tango, kein strahlendes Lächeln zu sehen von der Silvia. So kennt man dich nicht mit diesem Gesichtsausdruck. War das hart für dich? Na, weil die Musik und das Lied und die Geschichte des Songs erfordert das einfach. Das ist so eine starke Hintergrundgeschichte zu Back to Black. Und wir haben uns sehr bemüht, dass wir das auffangen, dass wir aber auch den Tango so tanzen, wie man ihn tanzen sollte und ein bisschen Zusatzelemente noch einbauen. Und der Danilo hat mich da sehr gut durch diesen Weg geführt. Wir fragen nach bei Dirk, wie ihm die Silvia gemeinsam mit dem Danilo beim Tango gefallen hat. Ja, das war natürlich wieder sehr perfekt, ne? Und für mich manchmal zu perfekt. Es fehlen mir die Ecken und Kanten. Es ist mir nicht leidenschaftlich genug, ja, das war sicher sehr, sehr gut. Ja, aber Tango zum Beispiel ist ein Tanz, der staccato-mäßige Bewegungen hat, aber auch sehr weiche Bewegungen hat. Es war mir etwas zu hart, ja, im Tanzen, aber sonst sehr gut. Ja. Okay, wir lernen von Dirk, perfekt ist nicht perfekt. Carina hat, habe ich schon gesehen, den Kopf geschüttelt. Wie hast du es empfunden? Also ich sehe auch, Danilo hat den Kopf geschüttelt. Genau das war heute eben perfekt, im Sinne gut perfekt. Nicht Silvias perfekt, was wir immer kritisiert haben, sondern es waren harte und weiche Seiten. Ich habe Arme gesehen, die aussagkräftig sind, und ich habe weiche Arme gesehen, die am Weg dahin schmelzen. Ja, ich habe alles gesehen und ich habe endlich gesehen Silvias Augen und endlich Silvias Falte zwischen den Augenbrauen, die sich zusammenzieht. Aber nicht nur das ist wichtig. Wir fokussieren uns so sehr auf Silvias Persönlichkeiten. Also der Tanz, ja, ist nahezu makellos. Dankeschön. Und genau das ist das, was wir hier wollen. Ja? Und wenn das zu gut ist, fangen wir an, Schlechtes drin zu suchen. Das ist eben das Problem. Aber hören wir damit doch auf. Es ist einfach gut. Ja. Es ist einfach gut. Hör doch auf. Endlich. Das ist, wie ihr das auch außerhören könnt. Es ist Kritik auf sehr hohem Level. Aber muss ich, und glaube ich, das ist das erste Mal in dieser Sendung, dass ich mit Dirk auf einem Strang ziehe. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe die Choreografie nicht verstanden. Es ist bei mir nicht angekommen. Muss da nicht bei jedem ankommen. Ich habe die weichen Teile nicht weich genug gefunden. Die härten Teile, wo der Dirk vom Staccato geredet hat, auch nicht hart genug. Die Staccato habe ich auch nicht gesehen. Die zackigen Moves haben wir beim klassischen Tango-Teil auch ein bisschen gefällt. Und überhaupt die Aufarbeitung dieses Musikstückes war mir jetzt nicht sauber. So, ich konnte... Da muss ich mich Dirk anschließen. Naja, aber ihr könnt es ja so sehen, die Jury gibt euch jede Woche immer noch ein bisschen eine Aufgabe, sodass ihr auch einfach noch was zu tun habt. Ja, ja. Eine kleine Challenge für euch. Und ihr habt jetzt noch ein paar Minuten Zeit, ihr werdet ein bisschen durchatmen, das Ganze ein bisschen verdauen und dann zeigt ihr uns noch was? Einen Jive, dann geht es sehr schwungvoll weiter, wir haben... kurze Zeit für den Umzug und wir freuen uns schon sehr, dass wir dann mit dem Chef Gas geben. Sehr gut. Also ich schicke euch mal zum Klaus an die Bar und dann geht ihr euch umziehen und wir freuen uns auf später. Danke. Danke. Silvia und Danilo. Ja, die beiden, die freuen sich natürlich auch schon jetzt über ihre unterstützenden Anrufe und SMS, um in die nächste Runde aufzusteigen. 090 10 59 09 08. Also ich habe die Choreografie sofort verstanden. Also Handy schauen. Kennst du das von irgendwo, Klaus? Handy schauen vorm Einschlafen ist erst einmal ungesund. Wenn man so wie er, was jeder im Fernsehen gesehen hat, noch dazu die Bilder einer anderen Frau anschaut, sag ich mal, Danilo.
Du Ratte. Ja, das war meine Freundin, aber das muss ich dazu sagen. Also ich darf. Ja, aber nicht hier. Nicht hier. Aber wie hältst du das Handy bei dir? Ist am Nachtkastel oder ja. Kuschelst damit? Ausgeschaltet? Es ist leider wirklich eine Sucht geworden mit dem Handy, oder? Man schaut als erstes in der Früh aufs Handy, man schaut als letztes am Abend aufs Handy. Das ist wirklich mittlerweile so ein Begleiter geworden. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ob es schlecht ist. Ich glaube nicht, dass es zu gut ist, aber ich denke, momentan in unserer Zeit ist es einfach so geworden. Ja, es ist so. Man spricht auch von der Handysucht. Ja. Man hat ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht 10 Minuten nicht reingeschaut hat. Ja, das stimmt. Obwohl ich finde, man kann sich es auch ganz schnell wieder abgewöhnen. Im Urlaub geht es schon, wenn man es ein bisschen zur Seite legt, so nach 2 Tagen, das fällt dann nicht mehr so. Na, wenn man es zur Seite legt, geht es nicht. Da muss es vergessen irgendwo. Ja, im Sand, im Meer versenken oder so. Ha, also bei dir... Handysucht in jedem Fall. Ja, auf alle Fälle. Apropos also, Handy, gab es, wenn man letzte Woche darüber geredet, gab es nach letztem Freitag auch wieder gute Tipps von der Mama? Oder muss hat sie den Wink verstanden? Ich muss den Danilo fragen, ich habe da kein Mitspracherecht. Nein, diesmal nicht. Wahrscheinlich, weil wir das jetzt im Fernsehen verplappert haben. Jetzt bekomme ich keine Hinweise mehr. Ja. Vielleicht deswegen. Ich habe Hinweise bekommen. Na, du aber dafür, okay. Du hast schon welche gekriegt. Natürlich. Ja gut, bei dir ist das gewohnt. Das geht. Du hast eine Handysucht, sie hat eine Süwelsucht. Ich muss ja immer sagen, ob es hell ist am Tag oder ob es noch. In jedem Fall wollen wir jetzt wissen, wie viele Punkte es gibt für diesen Tango. Hallo. Wir sehen jetzt die Wertung der Jury für Silvia und Danilo. Bitte, der Kademann. Das war sehr perfekt, vielleicht zu perfekt. Ich wünsche mir einfach mehr Personality, mehr Persönlichkeit. 8. Carina Sakisova. Bin ich nicht d'accord, deswegen von mir 10. Bravo. Und Bolasz Ecker. Sorry, ich habe es nicht verstanden diesmal. Sorry. 7. Das ergibt 25 Punkte für euch. 27 Punkte, weil der Ballasch die Choreografie, weil das ungarische Netz eine Schwäche ist. Also bitte, zieht euch um. Danke dir. Schnell. Als regelmäßiger Gast auf unserer Internetseite dancingstars.orf.at haben Sie ja schon am Mittwoch gelesen, was bei Paar 10 passiert ist. Profi Stefan Herzog hat sich im Training verletzt. Und unser Tanzprofi Dimitar Stefanin ist für ihn eingesprungen. Wir sind gespannt, wie die beiden jetzt als Paar funktionieren. Paar 10, jetzt also Opernstar Natalia Uschakova und Dimitar Stefanin. Hallo. Hallo. Stefan und ich waren wirklich so ganz motiviert. Super. Hab viel trainiert und waren sehr, sehr glücklich, weil das uns Fortschritte gemacht haben und weiter und Choreografie durchgemacht. Vor, Rück, Satt. Perfekt, super. Mhm. Plötzlich verletzte sich. Oh, fuck. Oh, Stefan, hier. Oh, das war schlimm. Du stehst wie ein Depp. Und schaust und so, was kann ich machen? Scheiße. Wie tut? Fühlt sich nicht gut an. Dann, wir haben das überlegt, was machen wir? Gehen wir mal in die Garderobe. So, alle haben gesagt, dass Stefan, du musst das so kontrollieren lassen. Ja, jetzt sind wir da im Krankenhaus. MRT wurde gemacht. Wird jetzt angeschaut und dann schauen wir weiter. Beim Training eine falsche Bewegung gemacht, ein bisschen zu ehrgeizig, zu übermotiviert vielleicht auch. Das Knie hat nachgegeben, erstmal wirklich kurz am Boden liegen geblieben vor lauter Schmerzen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu Ende geht, so vorzeitig, kurz vorm Schluss, wäre extrem schade. Also jetzt sind wir so weit gekommen. Das ist quasi ein Meniskus, der sich eingeklemmt hat. Und das ist natürlich sehr unangenehm und damit blockiert das Knie natürlich dann auch. Ja. Schaut nicht so gut aus. Und ja, also im Grunde werde ich am Donnerstag operiert. Ich glaube, dass alles wieder gut wird. Er ist ja ein Leistungssportler, aber nicht in den nächsten 6 Wochen.
Ich habe dann Anruf bekommen und haben sie gesagt, dass es geht nicht gut. Und ja, jetzt ich bin hier. Guten Morgen. Hallo Natalia. Servus. Wie geht's? Dimitar. Darf ich dich umarmen? Ja. Du tanzt mit mir. Ja. Ich bin eingesprungen. Und zwar sehr, sehr schnell. Ich habe mir schon die Choreos angeschaut und ja, es ist eine sehr schöne Choreo. Ja, wir werden alles so lassen, wie es ist und starten einfach. Ja. Super, das freut mich sehr. Wir sind sehr gespannt aufeinander, wie es dann wird. Gehen. Sehr gut. Gleich nochmal. Der Mitko ist so, wie kann man Mitko nicht mögen? Das, es gibt keinen Mensch, wer Mitko nicht mag. Schritt, Kreuz und immer vorne kreuzen. Genau. Ich bin überzeugt davon, am Freitag werden wir das sehr, sehr gut auf die Bühne hinbringen und wir widmen diese zwei Tänze natürlich dem Stefan mit der Hoffnung, dass es ihm besser geht. Ja. Und Arm und ja, das ist besser. Tausendmal besser, noch einmal. Stefan, wir lieben dich. Am Freitag wir alles geben für dich. Ciao, Baba. Part 10 tanzt einen Paso Doble. Hier sind Natalia Uschakova und Dimitar Stefanin. Natalia und Dimitar, nach einer Choreografie von Stefan Herzog, im hat es, glaube ich, sehr gut gefallen. Aber Natalia, wie war denn jetzt für dich die Umstellung auf den Dimitar? Ich meine, von der Körpergröße her, glaube ich, passt. Du steckst sogar auch in Stefans Outfit, gell? Hat unsere Kostümabteilung Gott sei Dank nicht viel zu verändern. Aber wie war es für dich, Natalia? Ja, für mich moralisch und also seelisch war es sehr, sehr schwer. Ich habe da immer jede 15 Minuten am Dienstag angerufen, wie geht's Stefan, wie geht's Stefan. Ungewiss war. Und circa 11:30 haben wir Redaktion angerufen, haben gesagt, er kann nicht tanzen. Und das war für mich ganz schlimm. Ja, und am Mittwoch habe ich dann 7 Stunden trainiert. Stefan war auch da mit seinen Schmerzen. Dimitar war da. Ist dazugekommen. Und auch Thomas Krammel. Mhm. Ich habe 3 Trainer gehabt und ich habe alles gegeben. Das hat man jetzt gesehen. Ich glaube, am besten wirst du noch ein bisschen mit Klaus dann an der Bar darüber sprechen. Wir hören jetzt erst einmal, damit ihr durchschnaufen könnt, wie es unserer Jury gefallen hat. Und wir starten bei Carina, der Paso Doble. Wie war der? Oh, schlimm.
Es war zu kurz. Ich hätte mir gewünscht, sie hätten noch länger getanzt. Ich meine, es ist eine, im Grunde genommen, es ist eine Tragödie, wenn ein Partner ausfällt. Im Ballett ist das so, ja. Wenn ein Partner oder Partnerin ausfällt, dann bricht die Welt zusammen, ja. Es sind zwei Körper, die aneinander sich gewöhnen müssen. Ja, man trainiert Monate manchmal für etwas. Also es war einfach für das, was sie durchgemacht haben, perfekt und so stark, so krass, so ausdrucksstark, ja. Okay, natürlich hätte ich mir manchmal gewünscht, dass sie mehr ins Knie gehen, Natalia, dass sie noch mehr Gewicht geben, ja, nicht in dem Sinne Gewicht, aber noch mehr Instanz, ja, aber die Musik war auch, also die Sänger waren fantastisch, das Orchester, das kann man nicht erwähnen, das ist einfach unglaublich tragisch und magisch. Also es war einfach ein magischer Moment. Danke an alle, die hier mitgewirkt haben, um das weiterzuziehen, um das möglich zu machen. Dankeschön. Danke. Danke. Vielen Dank, Carina Bollasch. Eine findet es als Tragödie, andere findet es als Glück. Es kann auch mal ein Partnertausch gut oder schlecht ausgehen. Ich will jetzt nichts gegen Stefan sagen und auch nichts für Dimitar. Ich wollte nur sagen, dass eine Münze hat immer zwei Seiten. Tatsache ist, dass mit einem neuen Partner binnen so kurzer Zeit irgendetwas auf eine Bühne zu bringen, ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Keine Frage. Ich versuche jetzt, weil eine Münze auch zwei Seiten hat, vielleicht beide Seiten zu erleuchten und auch was Positives und vielleicht kleines Negatives dazu zu sagen. Das Positive war, weil ich so kurze Zeit gehabt habe, dass ihr auf Basis Grundfiguren zurückgegriffen habt. So wahnsinnig schöne klassische Twist-Turn-Bewegungen mit sehr schönen Shapes getanzt. Cope the Peak, Surplus-Schritte. All das, was Paso Doble auch schon vor 20 Jahren gehabt hat. War schön zu sehen, schön ausgeführt. Was man natürlich auch gesehen hat, dass ihr noch kein richtiges Paar seid. An dem klarerweise müsst ihr arbeiten, mit dem sage ich nichts Neues, aber es wäre falsch, diese Produktion so zu beurteilen, als ob es ein Wunder wäre. Es ist kein Wunder gewesen, es ist euch gut geglückt. Vielen Dank. Danke. Danke, Balázs. Dirk, was sagst du zu diesem? Ja, hi Dimitar. Wie jetzt denn so? Alles klar? Freut mich sehr, dich zu sehen. Ja, gut. Ich möchte auch Stefan noch mal beste Genesung wünschen, ja, weil das ist schon nicht so toll mit dem Knie, aber das wird schon wieder. Ja, ich finde, ihr seid sehr schnell zusammengewachsen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte also mit so viel weniger Training, dass das so eine gute Leistung wird. Aber es ist mir wie immer, die Luft wird dünner jetzt da oben. Das ist das Problem. Und wir haben wirklich gute Paare und die Luft wird dünner. Und dafür muss es tänzerisch, obwohl es gut war und auch Natalia, wirklich verbessert. Du verbesserst dich in jeder Sendung, ja. Muss es immer noch besser sein, weil wir haben eine starke Konkurrenz. Ja. Herzlichen Dank an die Jury für ihr Feedback. Ihr zwei könnt aber heute noch einen drauflegen, weil wir sehen euch gleich nochmal. Mit welchem Tanz? Was tanzen wir? Ja, wir tanzen einen Slow. Fox. Sehr gut. Dann macht ihr jetzt ein bisschen Pause und später sehen wir euch dann hier nochmal am Tanzparkett. Danke, Dimitar und Natalia. Das war also der allererste Tanz von Natalia mit Dimitar gemeinsam und wir sind gespannt, wie die Jurypunkte ausfallen werden. Die beiden, die zählen aber heute natürlich ganz besonders auf ihre Unterstützung unter der 090 10 59 09 10. Bitte sehr. Jetzt einmal, Prost sagt man nicht bei Wasser, aber... Prost sagt man nicht bei Wasser, stimmt. Nein, also sagt man es nicht. Also, Natalia, war natürlich ein unglaublicher Schock, oder? Man hat es ja gesehen. Ja, das war schrecklich, weil das, du siehst, ein Mensch so plötzlich so von Schmerzen quält sich auf den Boden. Du kannst nicht helfen, du weißt nicht, was du machen kannst. Aber es ist, der Übergang war dann relativ smooth. Also der Tanz von euch, das war die Choreografie, die hast du mit dem Stefan ja schon gemacht. Ja, irgendwie... das ist ja, Stefans Choreografie. Beide okay. Choreografie ist Stefan. Bravo. Ja, Stefan, bravo. Er kann sich nicht umdrehen mit seinen Haxen. Bleib. Ja. Bleib. Bist du jetzt zufrieden?
Mit dem Paso Doble heute ist sie ja, zwei. Also, ja. Oh ja. Oh ja, oh ja. Oh ja, Dimitar, du hast das ja wirklich durch die Choreografie in einem Tag gelernt. Ich habe die Choreografie in 8 Stunden lernen müssen und das war auch für mich eine große Überraschung. Ja, und wirklich schade, dass sich der Stefan so stark verletzt hat. Gute Besserung auch von meiner Seite und ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich dann wieder hier mittanzen darf, weil das Tanzen darf nie aufhören, egal in du warst irrsinnig überrascht. Ihr gehört, das war irrsinnig überrascht. Sie haben dich um 10 Uhr am Abend angerufen stimmt, und du hast gesagt, bitte kann ich mir bis morgen überlegen. Nach 5 Minuten hast du gesagt, ich bin nicht deppert. Hast du zurückgerufen? Natürlich mache ich das. Ja, das stimmt. Also bist aber großartig, dass du eingesprungen bist. Und ich danke, mich danke auch. Noch einmal. Großartig, danke dir. Jetzt ist so, dass jetzt, du bist Russin, du bist Bulgare gebürtiger. Richtig. Gibt es da auch kulturell an Connex? Gibt es da Überschneidungsmengen? Absolut, wir sind Slawen. Und wir sind Slawen, verstehen sich besonders gut. Das ist ja. Ja, und wie. Slawen sind abergläubisch. Abergläubisch und auch haben große Herz und große Seele. Ja, und deswegen auch Dimitar kann also Russisch reden. Bisschen. Ja, auf auch. Bisschen, ja, ich kann jetzt nicht bisschen ganz Russisch, aber ein bisschen. Ja. Im Training naja, großes ab und Verständnis zu. Also und zwischen euch. Ich hoffe, dass jetzt die Jury auch großes Verständnis zeigt, wenn wir schauen, wie dieser Paso Doble bewertet wird. Für das Neue. Die Punkte bitte von Dirk Heidemann. Das war schon ganz toll und schnell zusammengewachsen. Für die kurze Zeit eine sehr gute Leistung, aber es muss tänzerisch besser sein. Die Luft nach oben wird dünner. Eine 6. Karina Sakisova. Aber sie gehen mit. 8. Und Paulas Ecker. Die Premiere mal ganz gut geglückt. 7. Danke. Danke. Das sind für euch insgesamt 21 Punkte. 21 Punkte. Punkte. Tänzerisch seid ihr volljährig. Aber jetzt müsst ihr euch blitzartig umziehen. Der Slow Fox wartet. Ihr zieht jetzt um von Spanien nach England. So, alle Paare haben ihren ersten Tanz gezeigt. Wer muss sich jetzt bei seinem zweiten Tanz besonders anstrengen? Ja, das zeigt uns ein Blick auf den Jury-Zwischenstand. So schaut es im Moment aus. Auf dem ersten Platz liegen César und Conny mit 27 Punkten. Ein geteilter zweiter Platz von Michi und Vadim und Silvia und Danilo. Dahinter liegen Natalia und Dimitar und etwas abgeschlagen Norbert und Katharina. Die sind das Schlusslicht, aber die können mit ihrem zweiten Tanz ja noch Plätze gut machen, denn da kommen jetzt natürlich noch weitere Jurypunkte dazu und sie zu Hause, sie sind auch noch als unterstützende Kraft sozusagen anzusehen, die man auf keinen Fall unterschätzen darf. Bevor also jetzt Norbert und Katharina zum zweiten Mal hier aufs Parkett treten, würde ich sagen, wir machen einen kleinen Schnelldurchlauf der ersten Tänze mit den wichtigen Telefonen. Wenn Norbert und Katharina schon für ihren ersten Tanz belohnt werden sollen, dann wählen Sie die 09010 59 09 03. Wenn Michi und Vadim für Sie schon jetzt einen Platz in der nächsten Runde haben, Endnummer 04. Sollen César und Conny nächsten Freitag auf jeden Fall weiter tanzen? Dann ist es die Endnummer 05. Sind Silvia und Danilo schon nach diesem ersten Tanz ihre Favoriten? Endnummer 08. Und wenn Sie Natalia und Dimitar jetzt schon unterstützen wollen, um eine Runde weiterzukommen, die Endnummer wäre 10. Ja, und jetzt leiten wir auch schon die zweite Runde ein. Paar 03 steht nämlich schon wieder bereit auf dem Parkett und tanzt jetzt einen Wiener Walzer. Hier sind Norbert Oberhauser und Katharina Malek. This is a man's world. This is a man's world.
Ja, der Wiener Walzer, das ist also ein Tanz, wo viele sagen, ah, den kann ich doch, den tanze ich immer zu Silvester. Auch ich habe so eine katastrophale Selbsteinschätzung schon hingelegt bei einer Hochzeit von Freunden. Aber wie viele Vorkenntnisse hast denn du mitgebracht in Sachen Wiener Walzer? Wie bei jedem einzelnen Tanz hier, zero, null, gar nichts. Überhaupt nichts. Und wie ist es dir heute gegangen, nach deinem Gefühl? Es macht mir einfach wahnsinnig, mir tut es einfach gut. Tanzen ist etwas, was mir gerade ganz viel Kraft gibt. Und mit der Kathi, danke, dass es dich gibt. Wirklich. Wir fragen nach bei unserer Jury und beginnen bei Bollasch, wie ihm dieser Wiener Walzer denn gefallen hat heute. Der zweite Tanz von den beiden. Ach so, der Tanz. Die Nummer ist absolut meins gewesen. Mein liebe Nummer. Hey, wenn ich das höre, fühle ich mich wieder wie ein Mann. Überlegst du gerade, das ist eigentlich ein Joke, es wäre ein Scherz gewesen. Aber ja, das macht Publikum, niemand die Pappen, verstehen keinen Spaß. Ich lache für zwei. Also, hast du ein bisschen gelacht? Nein. Gut, dann gehen wir auf das Sänzerische rüber. Ja, was ich beim ersten Tanz ein bisschen bemängelt habe, dass du dich nicht ganz getraut hast, das war hier besser. Du hast, was du drauf gehabt hast oder was du vorbereitet hast, auch eigentlich gut vertreten hast. Tänzerisch, technisch ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so. Danke vielmals, Bollasch. Und Carina, wir machen mit dir weiter. Wie hat dir der zweite Tanz von Ihnen gefallen? Sie müssen auf jetzt immer sagen, Oberhauser. Norbert Oberhauser. Ich meine, das klingt natürlich ein bisschen zu österreichisch, aber trotzdem, erstens, Anzug steht Ihnen hundertprozentig besser als diese ganze Samba, Rumba, Mamba, Cha-Cha. Ich würde das freiwillig auch nicht anziehen. Nein. Nein, das Samba. Also der Samba, Rumba, Mamba, Cha-Cha. Ja, bitte nie, nicht privat. Sie haben wirklich jetzt als sicherer Partner gewirkt und Ihre Bewegungen waren auch sehr sicher, was eigentlich sehr wichtig ist. Ja, der Blick hat mir ein bisschen gefällt noch. Der Blick, ja, der schärfere Blick vielleicht. In den Zuschauerraum, dass wir leider jetzt, es ist schwer. Ich verstehe auch als Tänzerin, dass natürlich, es ist eine Magie, in so einem Raum zu tanzen jetzt, ja. Aber ich finde, dass dieser Tanz hundertprozentig besser war als der erste Tanz und dass Sie sich gar nicht schlecht geschlagen haben. Dankeschön. Und Dirk, was sagst du noch? Also ich finde auch, dass der Anzug, der Smoking besser steht als ein Latein-Outfit. Ja, also ihr seid schon eher Standard. Aber trotzdem war es, ja, ich meine, es war gut, aber ich fand nicht, dass du warst. Ja, ich finde, dass du immer noch sehr nachgedacht geschaut hast. Auch Fokus ist nicht möglich in Standard, weil der Kopf immer links ist. Du kannst nicht ins Publikum gucken, das geht nicht. Zumindest nicht wie der Walzer. Und es fehlte mir der Schwung, der Shape und einfach dieses Wiener Walzer-Feeling, diese Charakteristik. Es war besser als vorhin, ja, also Standard ist besser, aber es ist mir trotzdem etwas zu schwach, ja. Dankeschön an die Jury. Ihr zwei, ihr seid das erste Paar, das sich heute Abend wirklich entspannen kann. Stimmt. Also bis zur Entscheidung. Ja. Dann tun wir das. Ich schicke euch zum Klaus an die Bar. Dankeschön. Danke. Norbert und Katharina. Ja, die beiden haben also als erstes beide Tänze erledigt. Der Aufstieg in die nächste Runde, der steht aber noch aus. Dazu hoffen die beiden auf ihre Hilfe von zu Hause. 09010 59 09 03. Na, aber jetzt ist schon, das war schon nicht so schlecht, oder? Ich tue mir so schwer, das selber zu beurteilen. Lass mich einmal, ich finde das war sehr gut. Was? Das war super. Du warst, ja genau, weil du sagst ja immer wieder, ich weiß nicht, er kriegt schlechte Bewertungen, er tut mir so leid, weil er kämpft so. Er kämpft so, er ist kein Nureyev, aber er bemüht sich wie ein Nureyev. Er springt halt nicht so hoch. Aber eins ist ganz sicher, das muss ich auch sagen, Smoking steht da. Smoking steht dir, das ist gut. Du schaust ein bisschen aus wie ein Bräutigam. Bist du ein Macho? Nein.
Bist du nicht? Na, ganz wenig. Und das ist ja, der Liedtext ist ja so, it's a man's world, aber ja, ohne Women. Ja, es hat ein bisschen was von Striptease-Club-Musik, gell, ein bisschen. Ja, ja, aber ja. Er sagt ja selber, it's a man's world, das ist aber schon gut und wir machen alles möglich, aber ohne Frau können wir uns das alles in die Haare schmieren. Ja, ist wahr. Ja? Ja. Und das möchte ich jetzt von dir, ich möchte jetzt von dir hören, weil ich da so mühsam auf deine jetzt Hochzeit komme. Ich weiß, es gibt eine lustige Geschichte über deinen Heiratsantrag. Nicht so, komm. Das war, boah, Entschuldigung noch. Du bist Romantiker, in jedem Fall. Entschuldigung, das war keine Glanzleistung von mir. Wieso, was war? Na, geplant war es eh ganz gut. Also ich wollte das ganze Wohnzimmer mit Rosenblättern ausschmücken und Kerzerln. Ja. Wenn sie heimkommt, dann knie ich mich hin und mache den Antrag. Ich konnte nicht damit rechnen, dass meine Schwiegermutter an dem Tag auftaucht. Na gut, damit muss man immer rechnen. Ja, ich liebe sie, das weiß sie. Aber sie wollte nicht gehen. Aber ich habe gesagt, Liesl, ich habe da was vor heute. Ja, ich möchte gerne deiner Tochter. Ja, mach nur. Ja, aber es hätte ein bisschen. Na, ich lege mich aufs Sofa, du mach und ich schaue ein bisschen Fernsehen. Gut. Was? Nein, du. Sicher, ja, sie ist, es war. Ich habe daraufhin einfach die Leute Panik bekommen, was mache ich jetzt? Und habe es wirklich völlig verbockt dann. Ich habe den blödesten Heiratsantrag gemacht, den wir nur machen können. Ich habe dahergestammelt zwischen Tür und Angel. Es war eine einzige Katastrophe. Ich wundere mich selber, dass sie Ja gesagt hat. Was, Ring? Aber Ring hast du gehabt, ne? Den habe ich gehabt. Ring habe ich gehabt, den habe ich ein bisschen unter der Bettdecke ich ihn versteckt, damit er sich drauflegt und dann so fragt, was ist denn das? Prinzessin? Ja, auf der Erbse, auf dem Erbse. Ring. Ja. Und hat sie auch, aber sie hat gesagt, was ist denn das? Was macht der Ring da? Es war nicht das, was ich wollte. Okay, bis die Mama vom Wohnzimmer geschaut hat, was hast du gesagt? Ja, richtig, stimmt. Nein, wirklich? Ja. Trotzdem, wir haben zwei Kinder miteinander. Also, alles gut. Ende gut, alles gut. Jetzt bin ich gespannt, ob das Ende hier gut ist. Die Jurypunkte bitte. Ja, wie benotet das Ganze Dirk Hademann? Ja, das war besser auf jeden Fall als Latein, aber Rosen kann ich dir nicht ausstreuen. Eine 4. Karina Sakisova. Ein bisschen mehr Rosen gibt's von mir schon. 7. Und Paula Schecker. Tänzerisch muss auf jeden Fall besser werden. 5. Das macht 16 Punkte und somit 3 mehr als vorhin. Absolute Steigerung. Ich habe noch nie 30 Punkte gehabt. Bitte? Ich habe noch nie 30 Punkte gehabt. 30 Punkte an einem Abend. Steht dir vor. Hallo. Wir haben es geschafft. Also, ja, bitte, danke. Entspannt euch oben. Nehmt das mal. 29. Großartig. Großartig. Schickt der Freizeit, das gefällt mir. Musikalisch bleiben wir in den 60ern. Bitte, Christina. So ist es, denn Paar 08 tanzt jetzt einen Jive. Hier sind Silvia Schneider und Danilo Campisi. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake him down. Driving me crazy, work, work. Just a little bit of sun out,
Dankeschön. Silvia und Danilo, was für ein Scheif. Also der Genuss, der stand euch in die Gesichter geschrieben. So wirklich toll zuzuschauen. Silvia, der Song ist für dich jetzt insofern nichts Neues. Ich glaube, du hast ja schon mal dazu getanzt. Wann und wo? Das war mit 18 Jahren zum Matura-Ball. Haben wir genau diesen Song getanzt. Und ich kann mich erinnern, wie diese Mitternachtseinlage damals vorbei war. War ich glücklich wie nie in meinem Leben. Heute bin ich noch glücklicher. Liebe Grüße an die 8C an der Schön. Stelle. Also es gab da noch eine Draufgabe, die war heute am Freitag, den 13. Und deswegen hoffen wir jetzt nicht auf Unheil von unserer Jury, Carina. Unheil, was für ein negatives Wort. Also das benutzen wir hier gar nicht. Also genauso wie wir das Wort perfekt nicht mehr benutzen. Ich glaube, sie hassen es mittlerweile. Ja? Ich würde sagen, das war eher makellos. Danke, Carina. Das war's. Es gibt's nicht mehr zu sagen. Ich dachte, es würde mir den Rock fehlen und das und das und das. Ich suche gar nicht mehr. Ich habe es nur genossen und tänzerisch habe ich überhaupt einwandfrei nichts zu sagen. Danke. Vielen Dank auch an Carina. Und jetzt hören wir mal den Dirk. Ja, ich fand das schon gut. Also das war schon ein richtig guter Jive, muss ich sagen. Da will ich jetzt auch mal nicht von Verbesserung oder von 0 auf 100 oder 80 auf 100 sprechen. Das war gut. Ihr habt mir eine Figur geklaut. Diese Figur Point Pointer Dumb. Point Pointer Dumb. Die habe ich mit Armin Zatorian und Svetlana Godino, den Weltmeistern, den Amtierenden, entwickelt in Russland. Ja. Also über Urheberrechte sprechen wir dann später noch. Das kann noch monetarisiert werden. Okay, war gut. Ich fand nicht so in Ordnung, dass ihr einen dritten, das finde ich nicht zulässig, wäre im Turniersport auch nicht so, dass ihr noch einen dritten Partner habt, der in diese Show eingebunden ist. Der Thomas Kramme sah toll aus, hat einen tollen Job gemacht, aber ich fand es nicht so fair. Aber das ist er war Show, ja? Wie eine Spielfigur, war der Schauspieler. Ja, war der Schauspieler, aber es ist nicht in Ordnung. Es gehört ein Paar und nicht noch, da können wir auch eine Gruppe hinterherstellen. Er war wie Requisite. Ja. Eine Requisite, eine lebende, ja. Wie siehst eine du gute, das eigentlich, Bollosch? Aber würde mich interessieren. Ja, zur Geschichte habt ihr den Thomas gebraucht diesmal, ein bisschen zum Shaken, mal eine Calpirinha oder Pina Colada, je nachdem, kann ja nie schaden. Hat mich nicht so gestört. Haben auch diese kleinen Tipps zwischendurch auch nicht so wahnsinnig gestört. Und wisst ihr was, oder ich frage mal, wisst ihr eigentlich den Unterschied zwischen Tango und Jive? Ja, der Tango ist eher flacher und der Jive ist swingiger. Ja, weiter. Zweivierteltakt, Viervierteltakt, Standard Latein. Okay, okay, noch. England, Argentinien. Okay, ich sage euch, was der Unterschied war. Der Tango war schlecht, der Jive war gut. So einfach kann die Erklärung also auch aussehen. Danke an die Jury, danke an euch, hat Spaß gemacht. Dankeschön, danke dir. Ja, wenn die beiden auch Sie zu Hause gut unterhalten haben und mit ihrem Jive begeistert haben, dann belohnen Sie Silvia und Danilo doch ganz einfach mit einem Anruf oder einer SMS an die 09010590908. Na? Danke, das war jetzt nicht so schlecht. Also manchmal, ich fürchte mir manchmal von den Kommentaren von Dirk, weil da habe ich manchmal den Eindruck, der würde auch sagen, dass das Wasser ist gut, aber ein bisschen nass. Es ist alles gut. Das war ein geiler Chef. Also ich muss danke, sagen, hey. Klaus. Und das von dir. Na ja, aber ja, und ich bin der Chef. Hallo. Königs-Chef. Aber vergiss nie, don't drink and jive. Heute ist Freitag, der 13. Das hat die Carina auch schon, die Christina auch schon erwähnt. Bist du abergläubisch? Ich bin extrem abergläubig, nicht nur ein bisschen. Also, nämlich? Nicht unter Leitern durchgehen, wenn eine schwarze Katze von links nach rechts läuft, sofort dreimal über die Schulter spucken. Wenn wer Salz verschüttet, Salz über die linke Schulter werfen. Ich brauche auch da am Gelände. Das bringt ja alles Unglück, ne? Ja, das bringt Unglück. Und ich habe auch so meine Macken, dass ich zum Beispiel immer auf den gleichen ORF-Parkplatz fahren muss am Freitag, weil sonst
Ja. Dann passiert da was, sonst passiert irgendwas Schlechtes. Nein, in Wahrheit passiert nichts. Ich glaube, es ist einfach so eine Macke, eine blöde Macke. Aber das ist, also, was ich noch einmal sehen möchte, das, darf ich das noch einmal sehen? Darf ich den Sprung vom Danilo über die Sübel nochmal? Darf ich das noch einmal sehen? Bocksprung. Ja. Da, zack. Upp. Zack. Aber du zack, den... zack. Schau dir das an. Und sie lächelt. Ja. Ja, angesichts der Todesgefahr von hinten. Und gleich über die Schulter gespuckt. Aber, nein, das geht. Das ist ja was anderes. Es gibt ja tausende Sachen. Deine Mutter ist aus Polen irgendwie. Mhm. Da gibt es ja so Sachen wie, wenn du die Tasche, die Handtasche auf den Boden stellst, dann läuft das Geld davon. Genau, gut, in Polen, genau. Klar. In Polen, oder da du kriegst einen Träger, der mitrennt. Ja, das stimmt. Wenn du am Tischeck sitzt. Ja. Wenn du am Tischeck sitzt, bekommst du eine schlechte Schwiegermutter. Ja. Wenn ein Messer auf den Boden fällt, dann kommt ein Mann zu Besuch. Nein. Ja. Wirklich? Jetzt weißt du das. Hau schnell irgendein Messer auf. Aber ich weiß noch an, wenn dich der Hintern juckt, ja, oh je, dann lobt dich die Schwiegermutter. Ah, wirklich? Das kenne nicht einmal ich. Ja, das geht aber umgekehrt nicht. Du kannst ja nicht kratzen und sie fängt zum Loben an. Also das funktioniert nicht. Für den Tango waren es 25 Punkte. Wie viel gibt es jetzt für den Jive? Hier kommt eure Wertung von Dirk Heidemann. Ja, also mir juckt es nirgendwo. Das war wirklich gut getanzt, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Aber ich wünsche mir ein Paar bestehend aus zwei Personen und nicht aus drei Personen. Daher nur eine 9. Karina Sakisova. Also ich glaube, der Parkplatz heute oder jeden Freitag zahlt sich schon aus. 10. Und Bolasch Ecker. Der war schon ziemlich gut. 9. Großartige 28 Punkte für euch. 28 Punkte, da kannst du nicht motzen, oder? Nein, da wird nicht gemotzt. Nein, da wird. Setzt euch rauf, entspannt euch, die Logen sind herrlich. Ich bin heute Probe gesessen. So, und jetzt wird hier noch einmal durchgewischt und dann tanzt Paar 10 auch schon einen Slow Fox. Hier sind Natalia Uschakova und Dimitar Stefanin. Applaus für Natalia und Dimitar, die auch ein bisschen eine autobiografische Choreografie getanzt haben. Wir haben schon gehört, Natalia, du hast als Studentin im Marinsky-Theater in St. Petersburg auch geputzt. Und ob das eine blitzsaubere Choreografie war, das hören wir jetzt von dir. Das war blitzsauber und das war auch schon wieder für die kurze Zeit so gut. Ja, also wie man das schaffen kann, Natalia, oder wie du das auch schaffst, Dimitar. Also wirklich herzlichen Glückwunsch. Aber wie in Latein
selbe Thema, zu fester Rücken, zu wenig frei. Ja, ich sehe einfach, die Luft ist dünn. Ja, und da gibt es tolle Paare, was soll man sagen? Es war klasse, aber es muss tänzerisch eben noch besser sein. Dankeschön, ja. Danke. Bolasch. Klar muss es besser sein, muss es auch besser werden. Alle müssen besser werden, weil die Finale steht kurz vor uns, 2 Wochen bis zur Finale. Alle müssen alles geben, 2 Tänze lernen. Du hast eigentlich die Tänze schon gehabt, der Dimitar hat das ja alles lernen müssen binnen 2 Tagen. So eigentlich, er ist der, bemitleidet werden sollte. Aber es war nicht so kompliziert, glaube ich. So, das hast du, glaube ich, mit links und rechts abwechselnd geschafft, weil das macht es aus. Ja? Nach dem Rechten kommt der Linke, nach dem Linken der Rechte. Und so entsteht Featherstep, Freestep und alles, was der Mann sehen hat können. Ihr braucht noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, dass nächste Woche schon ein kompakteres Paar sehen wird, 100% so sein. So, geht jetzt und kommt nächste Woche wieder. Na, Moment. Ach so, dürfen wir. Ach so, bist Arno, so. Mei, wie konnte ich das vergessen? Mich auch. Genau, Carina darf auch noch. Weißt du, ich sitze gleich daneben. Nein, ich fand sie eigentlich gut, Natalia. Und leider aber, und Dimitar natürlich auch, ja, leider aber, so wie in jedem Opernhaus, ja, immer nur für schlechte Sänger sagt man vorher, Entschuldigung, sie ist ein bisschen krank, aber sie geht doch auf die Bühne und der Partner wurde verletzt, aber sie tanzen doch. Ja? Niemand sollte es wissen, ja? Und wir sollen keine Abzüge dadurch erteilen. So, es war ein bisschen matt und ein bisschen vorsichtig, so wie ich sie nicht mehr kenne. So, ich glaube, sie können Gas geben. Und ab jetzt will ich nur Gas, 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 Gas. Vielen Dank. Spasiba. Dankeschön, liebe Jury, für das Feedback an Natalia und Dimitar. Ja, Natalia und Dimitar, die haben als Paar eben erst wirklich diese Woche begonnen und möchten noch gemeinsam weitermachen und in die nächste Runde kommen. Wenn Sie die beiden unterstützen möchten, dann ist das hier die beste Nummer dafür. 090 10 59 09 10. Achso, warte, gib da. Brauchst du? Danke. Ja, brauch. Na, du schwitzt nicht, oder? Ich schwitze auch ab und zu. Ein bisschen. Ja, ab und zu, jetzt aber. Jetzt aber nicht. Jetzt! Ha, 2 Tänze vorbei, kannst dich entspannen. Wie geht's da? Wie geht's dir? Ja, wie geht's mir? Ja. Na schon, jetzt lass einmal los, jetzt entspann dich mal, atme aus. Wie, ja. Bist du erleichtert? Nein. Nein, das ist, glaube ich, das weißt du, du warst noch nie erleichtert in deinem Leben. Warum bist du nicht erleichtert? Ich bin aufgeregt. Du bist immer aufgeregt? Immer aufgeregt, ja. Okay, jetzt zwischen den beiden Tänzen. Zum Beispiel diese hat mir so blockiert und das mich blockiert hat und das alles hat mich blockiert. Geärgert. Ja, aber ja. Du siehst auch nur die schlechten Sachen. Aber heute ist 13. Freitag. Ja, ich bin aber sehr abergläubisch. Jetzt hast du mal dein Leben getanzt? Na? Putzen? Ja. Ja, das, ich bin immer war Aschenbrödel. Immer. Du bist immer Aschenbrödel? Ja, Aschenbrödel immer. Ja, jemandem anderen haben sie vor, so gezeigt, geschoben und so. Ich war immer Aschenbrödel. Kennst du das Märchen? Nur Aschenbrödel wird die Prinzessin. Nur Aschenbrödel wird die Prinzessin. Ich möchte jetzt nur einmal anzeigen. Bitte, du bist jetzt in Show 7. Seit der ersten Show sehe ich diese Augen, die kurz vor der Verzweiflung stehen. Der hat gesagt, ich springe jetzt über eine Brücke runter oder was auch immer, ist fertig. Ich traue mir gar nichts mehr sagen. Die Show 7. Ich gratuliere allen Paaren da oben. Bravo. Das ist eine Leistung. Das ist eine Leistung, so weit zu kommen. Jetzt kannst du wirklich einmal durchschnaufen. Du hast es weit, weit gebracht. Und jetzt bitte ich doch um hervorragende Punkte für dieses brandneue Paar. Na, das ist einmal eine Ansage. Liebe Jury, jetzt dürft ihr nichts falsch machen. Dirk Heidemann. Ja, das war auch wie Latein. Wie Standard, nee, das war ja eben Standard, ja, davor war Latein. War das genauso
sehr schön gelernt in dieser kurzen Zeit, aber tänzerisch muss es eben besser sein. Ja, daher eine 6 wie ein Standard. Danke. Karina Sakisova. Von mir eine 7. Danke. Und Bolasz Ecker. Ich bin 100% sicher, dass es nächste Woche besser wird. Dieses Mal 6. Danke. Danke. 19. Sieht euch also schon in der nächsten Runde mit 19 Punkten. 19 Punkte und für den ersten habt ihr gehabt 21. Das sind 40 Punkte. Oh, 40 Punkte. Was hat denn Palo? Mein Lieber, da seid ihr schon in den Wechseljahren ein bisschen. Also jetzt wirklich, setzt euch auf. Ja. Danke. Natalie, entspann dich einmal. Es geht zackig weiter mit Paar 05 und einem Tango. Hier sind César Sampson und Conny Kräuter. César und Conny, ihr habt es im Vorfeld gesagt, ihr tanzt nicht einen Tango, sondern zwei. Wie darf man das verstehen? Naja, wir haben Tango Argentino Elemente reingemischt, weil das Lied, finde ich, nicht so erotisch ist und oder für mich. Und deswegen wollte ich da ein bisschen Erotik reinbringen. Und du wolltest, glaube ich, auch, dass der César zwei unterschiedliche Gesichter zeigt. Kannst genau. du uns die nochmal nachmachen, César? Ja, also der Tango geht halt sehr nach außen, der Tanzsport-Tango mit der Haltung und er schaut immer weg von der Dame. Oder sehr oft. Magst du mal in die Haltung gehen? Mhm. Und Tango Argentino? Und Tango Argentino ist hier. So. Miteinander. Verstehe. Dankeschön für diesen kurzen Einblick. Die Jury kennt sich da natürlich aus, aber ich bin gespannt, wie sie das Ganze beurteilt, Carina. Also, ich habe lange nicht mehr geweint. Wow, das ist ein weil etwas. Boah, wein doch mal wieder. Ich habe aber deine Schokolade nicht ja, weggenommen. Das hab ich, ja. Weil etwas einfach so schön ist. Und ich bin so dankbar, dass wir in dieser Zeit und in allem, was hier jetzt passiert, diese wunderschöne Tänze sehen können und diese wunderschöne Musik hören können. Das ist einfach unglaublich toll. Und wie sie als Paar da sind, das verkörpert Hoffnung und Liebe und Glück und natürlich Professionalität, natürlich etwas, was eine tolle Leistung ist. Ja? Aber beside of this
ist das Gefühl, was sie auch mittragen als Paar. Und das habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Ich danke euch dafür. Und in keinem Zirkus, in keinem Theater und nirgendwo sowas Schönes erlebt. Auch danke ORF und uns allen, dass wir das alles durchziehen. Das ist unglaublich toll. Ja, Carina ist also sehr berührt. Wie geht's dem Bolasch? Tango ist so ein Emotionsjäger-Tanz. Das ist ein Tanz. Die haben das gemacht. Das ist ein Tanz, wo du hockst, sitzt und eigentlich mit dem Blick gar nicht auf die Seite fahren kannst, weil du fühlst dich gefesselt. Ich habe mich aber nicht gefesselt gefühlt. Und das ist mal ein Zeichen dafür, dass was gefehlt hat. Und nachdem habe ich versucht nachzugehen, was fehlt mir da. Es war keine schlechte Darbietung, aber die Funke hat gefehlt. Es ist nicht so rübergesprungen. Und ihr habt versucht, klassische Tango-Elemente und Tango-Argentino zu switchen und verwechseln. Und zum Beispiel, dieser Switch war mir nicht perfekt genug. Klassische Tango war anwesend, aber Tango Argentino war nicht sensibel genug. Haltungstechnisch auch nicht perfekt ausgeführt. Der Hintern ist ein bisschen ausgestanden. Okay, dass es introvertierter ist, aber man steht nicht buckelig beim Tango Argentino. So, der Switch hätte klarer werden können, dann hätte ich mich auch vielleicht gefesselt gefühlt. Dankeschön, okay, danke. Bollasch. Ich finde es interessant, wie die Meinungen heute in der Jury auseinandergehen. Dirk, wie ja, manchmal sind wir so zusammen. Manchmal bin ich mit Carina, manchmal bin ich mit ihm. Das ist so, ne? Also ich kann nur sagen, ich bin ja auch sehr nah am Wasser gebaut und ich kann Carina gut verstehen. Mir wären auch fast die Tränen gekommen. Ich muss sagen, ich liebe Phänomene. Und Phänomene sind etwas, was man in den Zwischenräumen irgendwie nicht greifen kann. Die passieren einfach. Und César ist ein Phänomen. Es kommen mir auch gleich die Tränen. Weil es war so toll. Ja, diese argentinischen Tango-Teile. Du hast dich so verbessert. Das war am Anfang vor Braunbär tanzen mit Feldmaus. Ja, es war tapsig. Ja, und das hat sich sowas von verbessert, von 0 auf 99,9 nochmal. Ich bin begeistert. Ja? Danke. Zwei weinen, einer ist noch gefasst, aber vielleicht, Bolasch, sehen wir dich auch demnächst mal emotional. Danke für euer Feedback. Danke. Conny und César, Dankeschön. Ja, die beiden, die können jetzt nichts mehr weiter tun, als abzuwarten. Warten, wie viele Punkte es von der Jury gibt und wie viel Unterstützung von Ihnen zu Hause kommt. Wollen Sie die beiden nächste Woche nochmal wiedersehen? 09010 59 09 05. Hört mal gut. Ich habe gerade gesagt, Sie sagen, das Oberteil von dir, das ist hervorragend. Das ist für sich schon ein Phänomen. Ja, das ist ein Phänomen. Das ist irgendwie die Spinnenfrau, da kannst du nur biegen bleiben. Das ist unglaublich. Jetzt. Aber auch schöne Kommentare von der Jury, also so viel Emotion. Hallo. Also ich muss sagen, ein Tango, dass der mir so, also Samba könnte man sagen, ist mir in meinem Blut, aber Tango macht mich selber glücklicher, wenn ich tanze. Obwohl ich ihn nicht gut kann, aber er macht mich trotzdem glücklich. Das war schon ganz gut, die Kommentare waren nicht so schlecht. Jetzt ganz ein anderes Thema, aber zeitgemäß, am Mittwoch war 11.11. Faschingsbeginn. Das ist so ganz deins, oder? Kannst du dich an dein letztes Faschingskostüm erinnern? Ich glaube, ich habe sehr früh gebrochen mit dem Fasching. Also ich habe es ein paar Mal probiert. Einmal habe ich in Erinnerung, ich glaube, das war ein bisschen dramatisch. Da bin ich mit einem selbstgeschneiderten Kostüm, bin ich als Katze gegangen. Meine Oma und meine Mama haben das lang geschneidert und gehäkelt, mir einen Schwanz gehäkelt und alles. Und der wurde mir innerhalb von 2 Minuten ausgerissen und ward nie wieder gesehen. Nein. Und da bin ich quasi als Bobcat quasi auf dieser Party ziellos, herrenlos, identitätslos herumgeirrt. Und seitdem habe ich nie wieder wirklich mich eingelassen auf dieses seltsame Fest. Ja, ist eine Sauerei, ist eine Tierquälerei. Absolut. Mein Lieber, das war praktisch eine Kastration. Hätte 4 Pfoten anrufen sollen. Schrecklich. Aber das ist schon so lange her, du bist drüber weg, oder? Ich bin drüber weg und dann ist Halloween gekommen. Halloween war wieder zu grufti-mäßig, also ich weiß nicht, wo ich mich da wiederfinde. Aber jetzt hast du eine neue Figur, das ist nämlich, die Conny hat das nämlich gesagt, sie hat gesagt, er ist Iron Man.
Ja. Iron Man, wie kommst du dazu? Hast du ihre Wäsche gebügelt? Iron Man. Ja, wie kommt es dazu? Ich meine, sie sagt das einfach deshalb, weil es einen Kontrast gibt zwischen uns, einen von vielen Kontrasten. Bei ihr brauche ich nur einmal in einen zu spitzen Winkel auf sie schauen, kriegt sie schon einen blauen Fleck. Und ich weiß nicht, sie kickt mich anscheinend andauernd oder stößt mich, aber ich merke es fast nie. Also, du merkst es nie? Ja, nein, das ist wirklich so. Ich stoße mit allen möglichen Körperteilen, mit meinem Ellbogen zum Beispiel, mitten auf seine Schädelbasis. Ja. Und ich frage, ich habe mir gedacht, wir müssen jetzt ins Krankenhaus fahren. Ja, und ja, aber so, wegen deinem Ellbogen, ne? Ja, na, ja. Ja, ja. Genau. Na, aber er merkt, dass ich so, war was? Ja, aber der Iron Man hat einen anderen Hintergrund. Ich weiß nämlich, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber in der Matz war es nämlich drinnen. Du bist mit deinen Zähnen auf seine Lippen gefahren. Und er hat sich gar Naja, mit dem Hinterkopf, ja. Mit dem Hinterkopf. Ja, sie hat mich dreimal geheadbuttet und nur mein Airbag. Er hat nichts Airbag gesagt. Da gibt es ja zwei Erklärungsmöglichkeiten. Entweder hast du Lippen aus Stahl oder die Conny hat eine weiche Birne. Also Lippen aus Stahl. Jetzt, vorher waren es 27 Punkte. Wie viele sind es jetzt? Das hier ist eure Tango-Wertung, Dirk Heidemann. Ich heule jetzt nicht mehr. Hat sich beruhigt. Ich liebe Phänomene und Conny ist auch eine phänomenale Trainerin und deswegen 10, fertig. Wow. Karina Sakisova. Die höchsten Emotionen habt ihr mir verpasst. 10. Wow. Und Bolasch Ecker? Ja, scheinbar bin ich der Einzige, der was anderes gewohnt ist, aber ich habe schon viel bessere Tage auch gesehen. 7. 27 Punkte sind das von der Jury für euch. Für 27 Zeit. Ist? Nicht auf so nicht, von 54. 54. Also, setzt euch nieder und rechnet es noch. Und jetzt fehlt noch der zweite Tanz von Paar 04. Das ist ein Jive. Hier kommen Michi Kirchgasser und Vadim Gabusov. Ein Scheif zur Titelmusik von Friends. Michi und Vadim, seid ihr eigentlich schon gute Freunde? Ich meine, ihr pickt jetzt auch schon seit vielen Wochen so richtig aufeinander. Ja, wir haben eine tolle Freundschaft entwickelt und das Lied hat das sehr stark unterstrichen. Genau. Wie viel wisst ihr schon noch voneinander? Ja, schon relativ viel, glaube ich. Naja, viel, was man wissen sollte und nicht sollte. Dirk, wie war denn der Scheif? Der Jive war toll. Also ich finde ja alles, was ihr macht, gut.
Ja, das ist alles wirklich sehr ästhetisch und sehr charakteristisch und ist einfach gut. Ja, das ist über 10 Tänze, über alle beiden Disziplinen wirklich gut. Es war mir ein bisschen zu gesprungen. Das heißt, Jive ist nicht nur gesprungen. Du hast einen Rückplatz gesprungen, ein Chassis gesprungen, die Flicks gesprungen. Also war alles springen, springen, springen. Und es fehlte mir zu wenig, zu viel. Es fehlte mir der Swing. Ich hätte gerne mehr Swing-Bewegung gesehen. Es war sehr, sehr gut. Ja, muss ich sagen. Auch paar harmonisch sehr gut. Und toll getanzt. Ja, ihr seid ein tolles Paar. Aber es fehlte mir der Swing. Okay, danke. Danke dir. Dankeschön, Carina. Also ich fand das toll. Es war vor allem super Geschwindigkeit drin, was eine Nicht-Tänzerin von Anfang an, jetzt Tänzerin, kaum bekommt. Ja? Also dass sie wirklich sich so schnell bewegen, dass sie sich, das ist natürlich auch Vadims Verdienst, dass er so gut partnert, dass sie sich wohlfühlen in allen Drehungen und Genes. Und das definitiv ist, so, ja. Und das ist absolut sichtbar. Was mir gefällt hat, sind die durchgestreckten Füße. Ja, es ist nicht einfach musikalisch hat es nicht gereicht, jedes Mal den Fuß durch. Ja, die Knie. Ja, also das ist das Einzige, was ich zu bemängeln habe. Ansonsten hat es wirklich Spaß gemacht, zuzuschauen. Und sie sind feenhaft toll. Danke vielmals, Carina. Bollas, bitte noch. Um Gottes Willen. Schon wieder. Ist nicht wieder. Genau, diese Woche hätte ich wirklich gießen sollen, weil da hätte ich mir aus dem Stirn oder vom Stirn mit diesem Rockel das Wasser genommen. Aber diese Woche ist eine andere Woche, haben wir einen anderen Tanz. Macht ja nichts. Gut gemacht, ein bisschen viel zu sehr gesprungen. Ihr seid, du bist ein bisschen viel Kompromisse eingegangen, was technisch anbelangt. Deine Haltung ist ein bisschen bucklig geworden, weil gerade ganz bei diesen wilden Szenen hast du den Hals ein bisschen reingezogen gehabt. Die Rückplatzschritte waren ein bisschen zu groß, die Chassis ist nicht eng und nicht elegant genug, aber du hast es einfach genossen und dich gehen lassen und wann, wenn nicht bei einem Jive? Dankeschön, Bollas. Danke. Ich schicke euch direkt zum Klaus an die Bar. Danke, Michael Vadim. Während wir jetzt noch auf die letzten Punkte des Abends warten, warten Michi und Vadim auf ihre Anrufe und SMS. Denn ohne ihre Hilfe von zu Hause schafft es kein Paar in die nächste Runde. 09 10 59 09 04. Ja, sie weiß. Du nicht, gell? Na cool, ja, das ist Da war der im Schwitzt. Die Michi ist cool. Durchgestreckte Beine. Gibt es im Skifahren irgendwas, wo man die Beine strecken muss, außer beim Skifliegen? Im Skifahren ist am besten, du streckst es nie, weil das geht meistens nicht gut aus. Ja, eben. Also insofern, das kann man auch nicht so schnell umlernen. Das ist ein Schutzmechanismus. Das ist unmöglich. Aber trotzdem hervorragende Bewertungen. Ich schließe jetzt an das erste Gespräch, das wir gehabt haben, also Genussreisen, Sommelier, Wein kennen, Wein verkosten. Du hast auch absolute, ich sage mal, nicht Leidenschaft, aber Kenntnisse bei Schnäpsen. Ja. Das richtig. Liegt an einer Tradition, einer Filzmoser-Tradition, nämlich. Ja, genau. Ich war Marketenterin bei der Trachtmusikkapelle. Und für all diejenigen, die jetzt Marketenterin nicht von Anfang an kennen, das ist die Dame, die vor der Kapelle mit dem Schnapsfassel geht. Genau, also der menschliche Bernhardiner. Der menschliche Bernhardiner. Und warum hast du, spielst du aber Instrumente? Ich habe früher Zither und Gitarre gelernt, aber in der Blasmusikkapelle habe ich... Darfst du nicht mitspielen? Nein, da war ich für den Shopsverkauf war ich gut. Marketender ist schon Musik in den Ohren der meisten, die kann man das sagen. Also Musik, die Kapelle sorgt für die Musik, genau. Und die Marketenderin für die Aussetzer. Ich höre gerade, da gibt es eine Zeitlupe von einer Figur von euch. Der Frosch. Der Frosch. Der Frosch, bitte. Kann man das sehen? Da ist er, schau, der Frosch. Der Frosch. Na, das ist gefährlich. Das ist, das traust du nur noch 5 doppelte Schligowitz. Mal lieber da. Heia! Yes, mit großartige Landung. Na, ist kein Telemark, aber trotzdem. Wunderbar. Es hat 25 Punkte gegeben für den langsamen Walzer. Jetzt sind wir sehr gespannt, was bringt der Jive.
Hier kommt die letzte Jurywertung des Abends. Dirk Heidemann. Das war sehr, sehr gut. Ihr seid ein absolutes Zehntänzerpaar, aber es war mir zu viel Rock'n'Roll und nicht genug Swing drin. Und den Absatz möchte ich gern bei dem Frosch nicht ins Auge kriegen. Das sah ja sehr gefährlich aus. Daher die 8. Karina Sakisova. Von mir eine 9. Dankeschön. Und Balázs Ecker. Ich fand den langsamen Walzer auch ein Spur besser als diesen Jive. Daher 8. Danke. Damit sind das 25 Punkte für euch. 25 und 25 sind? 50. Das geht doch, oder? Gut. Da kannst du es nicht sagen. Bitte setzt euch nieder, ihr habt das auch hinter euch. Damit haben alle 5 Paare an diesem Freitag, den 13., zweimal getanzt. Gut ist gegangen, nichts ist geschenkt. Wem hat denn der zweite Tanz nicht nur Glück, sondern auch einen besseren Platz im Ranking gebracht? Christina? Das schauen wir uns jetzt an, denn hier ist der heutige Gesamtpunktestand der Jury. Auf dem ersten Platz liegen César und Conny mit 54 Jurypunkten. Nachdem heute 5 Paare im Rennen sind, gibt es für den ersten Platz 5 Wertungspunkte. Ja, und die nachfolgenden Paare, die bekommen jeweils einen Wertungspunkt weniger. Und bis zu 5 Wertungspunkte gibt es ja auch für Ihre Anrufe und SMS von zu Hause. Und erst wer dann in Summe die wenigsten Wertungspunkte hat, verpasst leider knapp das Dancing Stars Semifinale. Semifinale, richtig gehört. Ja, nächsten Freitag geht es hier schon um den Einzug ins große Finale. Also unterstützen Sie zu Hause bitte alle Ihre Lieblingspaare. Ja, nicht nur bitte, sondern auch flott, denn das Voting, das dauert nur mehr 5 Minuten. Wer bleibt und wer geht, das erfahren wir dann bei Dancing Stars, die Entscheidung.